Ja, hi, ich bin Melanie Pukas, Synchronschauspielerin und unter anderem die deutsche Stimme von Helena Bonham Carter, Halle Berry, Lauren Graham und noch so ein paar andere. Im edlen Stein deines Amulett erkennst du das Funkeln des letzten Feuerammethyst von den Himmelsinseln. Ich kann dich nicht begleiten, doch ich werde immer in deiner Nähe sein. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich bin da reingewachsen, weil sozusagen sowohl Mama als auch Papa echte Theaterschauspieler sind und waren. Okay, bist du also geprägt worden von deinen Eltern? Haben die deine Berufswahl quasi beeinflusst? Ja, die haben sozusagen meine Sprache beeinflusst von Kindesbeinen an und haben mich überall hin immer mitgenommen, auch ins Theater. Theater war dann nicht so meins, aber natürlich werden die dann auch gefragt als erstes, will euer Kind nicht mal hier in dem dunklen Atelier ein paar Sachen sprechen, ein paar Sätze sprechen. Und dann habe ich mit Zeichentrick meine Karriere begonnen. Wie alt warst du da? Da war ich 7 oder 8. Lauf um dein Leben, Charlie Brown, sowas. Da war ich Peppermint Patty. Oder noch davor war Schiffy Kids. Whatever. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Das war, glaube ich, die Peppermint Patty in Lauf um. Also das war ja richtig eine der 5 Charlie Brown-Figuren, die da rumhopsten. Das war ja auch ein Kinofilm mit Olli Rohrbeck noch zusammen. Das war die erste große Rolle. Wie wurdest du zur deutschen Stimme von Halle Berry? Durfte sie in Swordfish sprechen. Da kannte sie, glaube ich, noch keiner. Nee, vorher noch in Feuerstein, Familie Feuerstein. Da hatte sie, glaube ich, nur so ein paar Takes als Sekretärin und durfte eher zeigen, was sie sonst noch an Qualitäten hat. Und dann hat sie ja den Oscar gewonnen und da hatte sie 5 Damen, hatten sie da schon gesprochen. Und da wurde ich zum Casting eingeladen. Und dieses Casting gewann ich dann 2003, glaube ich. Und seitdem bin ich ihre Stimme. Hast du einen Lieblingsfilm mit Halle Berry? Ich fand diesen Gruselfilm Gothica oder so, wo sie mit Penelope Cruz gespielt hat, den fand ich eigentlich richtig gut. Der ist zwar irgendwie untergegangen, weil er, glaube ich, als Film insgesamt nicht so toll war, aber da fand ich, hat sie cool gespielt. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Helena Bonham Carter? Da wurde ich einfach angerufen, ob ich den Film Zimmer mit Aussicht sprechen möchte. Da gab es auch, glaube ich, gar kein Casting. Da hat mich wer auch immer vorgeschlagen, ist schon so lange her, 1995. Das war, glaube ich, der erste größere Film überhaupt, der hier mit ihr auf die Leinwand kam. Und dann, ab da waren die ganzen James Ivory-Filme meine. Und seitdem ist sie mir auch so ans Herz gewachsen, weil der Film an sich war ja schon so toll. Zimmer mit Aussicht, ich sag's nochmal. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, bitte nachholen. Was macht Helena Bonham Carters Spiel aus? Na, sie kommt halt von der Shakespeare Company, ne? Das merkt man schon. Und sie macht alles selber, ihren Gesang selber, ihre lustigen Rollen selber, ihre Komik, ihre Tragikomik, alles. Und sie kann auch alles, finde ich. Welche deiner Schauspielerinnen liegt dir am meisten? Also ich liebe am meisten Helena Bonham Carter, weil ich irgendwie, also wenn ich sagen würde, ich habe ein Idol, dann wäre sie das. Und von der Ähnlichkeit, also ist jetzt nicht, ja doch, würde ich vielleicht auch finden, aber so wie sie spricht und wie sie sich gibt und weiß ich, die Rollen, die sie verkörpert, wäre die Lauren Graham schon eher meine Hektik, mein Alltag. Du hast Helena Bonham Carter nicht in allen Filmen gesprochen. Weißt du, wie es dazu kam? Die offizielle Version ist immer, dass es entweder ein Verleihwunsch ist oder bei Harry Potter sogar Frau J.K. Rowling ihren Senf dazugeben wollte. I doubt it. Ich denke immer, dass da firmeninterne, wie sagt man, nicht Intrigen wäre jetzt gemein, sondern firmenpolitisch das dann verschuldet ist, dass die Stimme wechselt. Warst du traurig, dass sie bei Harry Potter... Total. Nein. Interessierst du dich auch für das Privatleben deiner Schauspielerinnen oder ist dir das egal? Kann ich wieder sagen, bei Helena Bonham Carter ja, bei allen anderen nö.
Du hast Halle Berry und Helena Bonham Carter mal persönlich getroffen. Erzähl mal von den Begegnungen. Also, erstens legt ja da immer keiner Wert drauf. Also weder der Verleih noch irgendwelche wichtigen Leute, die dann da mit der Pressestelle zu tun haben, sondern nur wir als kleine Synchronschauspielerin oder Synchronschauspieler. Und ich musste mich um beide recht bemühen und habe aber gedacht, wenn ich schon mal die Chance habe, dass die hier am Potsdamer Platz mit über den roten Teppich hopsen. Ich glaube, bei Halle Berry war es sogar Gothica. Genau, da war eine Riesenpremiere mit Premierenparty, wo sie dann auch noch irgendwie im Cookies rumhopste und wo ich dann irgendwie jemand am Ärmel gezupft habe und gesagt habe, ich wäre übrigens die deutsche Stimme, könnte ich da mal im VIP-Bereich wenigstens shake hands und dann, wir kümmern uns drum. Ich dachte, okay, passiert sowieso nie. Und auf einmal hieß es, kommen Sie bitte, Frau Berry möchte Ihnen jetzt guten Abend sagen und ein Foto mit Ihnen machen. Ich so, Und dann war das so, dann wurde ich in den VIP-Bereich gebeten und dann war sie da mit ihrem persönlichen Assistenten, der dann ein persönliches Foto machte, es mir dann auch zeigte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß man den Unterschied zwischen der Synchronschauspielerin und der Profi-Ami-Schauspielerin, weil ich habe vermeintlich gut dagestanden und gut da gesessen, aber ich sah aus wie ein Sack Kartoffeln und Halle Berry war hurra. Also, weiß ich nicht, die lernen das ja auch, wie man da sitzen muss und so. Da war es noch schwieriger, weil das war während der Berlinale und da hatte sie natürlich 1000 Pressetermine und was ich hinterher erfahren habe, gab es von der Pressestelle eine strikte Anweisung, keinesfalls Kontakte zu den der deutschen Stimme oder wie auch immer. Also jedenfalls wurden mir da viele Steine in den Weg gelegt, die habe ich aber dann mit Winken und mit Hallo und ich und so überwunden und durfte auch dort in eine VIP-Lounge-Bar rein, wo sie mit ihrer persönlichen Londoner Presseassistentin war, die dann gesagt hat, nein, natürlich dürfen Sie hier rein. Und dann haben wir uns so 10 Minuten unterhalten. Dann standen aber schon alle vom Verleih auf heißen Kohlen so raus hier wieder, die Frau Pukas. Und dann war es das auch. Aber das war toll, weil sie gar nicht wusste, also die wissen ja gar nicht, dass die deutsche Stimmen haben. Die denken, das läuft hier alles auf Englisch, also das existiert für die gar nicht. Und sie war aber total nett und total, und wir sind ein Jahrgang und wer weiß und ach und schon von Zimmer mit Aussicht an und so. Vielleicht hat der Verleih auch Angst, dass wir dann irgendwelche Absprachen mit denen treffen, also ich weiß es nicht. Ich finde es jedenfalls wichtig für uns und ja, also ist eine schöne Erfahrung. Kann ich nur jedem empfehlen, sich da durchzusetzen. Seit 2000 und der Serie Gilmore Girls bist du die deutsche Stimme von Laura Graham. Wie waren die Aufnahmen zur Serie? Also Gilmore Girls war ja der Grund, weshalb ich wieder nach Berlin zurückgekommen bin. Und das war, gab es auch kein Casting. Da hatte mich jemand vorgeschlagen, die Redakteurin von Vox, die Birgit. Die wusste das, hat das mit Marion Schöneck, glaube ich, haben die sich das ausgekakelt. Was war denn da vorher die andere Serie, Ellie McBeal. Da hatte die mich kennengelernt und hat gesagt, also für Lauren Graham kann sie sich nur mich vorstellen. Und ich dachte so, ja, na gut. Mal wieder 3,5 Monate Serie, weil Serie ist ja nicht immer beliebt. Und dann war die Serie aber so strange. Am Anfang hast du also gesagt, ja, Frauenserie und da wird nur geplappert. Ohne Punkt und Komma war ja auch so. Und wenn man da so reinfällt ins kalte Wasser, denkt man, ey, die reden nur Schwachsinn. Ja? Aber es war dann wirklich so, dass wir selber da alle, also das ganze Team ist da richtig mit reingewachsen. Und es hat dann so einen Spaß gemacht. Für die Serie standet ihr ja noch zusammen im Studio. Heute wird ja fast ausschließlich geixt. Siehst du Vorteile im Ixen? Also es hat den wohl technische Vorteile, die mich ja nicht so interessieren. Inzwischen mit Pro Tools, dass man es inzwischen viel besser einzeln aufnehmen kann und dann viel besser zusammenmischen kann. Aber ich finde, man hört's, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, weil jeder hat den gleichen Singsang. Weil ich höre ja meinen Partner nicht mehr und klar kann ich mir vorstellen, wie er mir geantwortet hat oder was er vorher gesagt hat, aber so die kleinen Schattierungen in der Stimme, die kann ich eben nur hören, wenn er neben mir steht oder wenn ich mir jeden Tick vorher anhöre. Aber die Zeit ist halt heutzutage nicht mehr, das macht ja kaum einer. Also wenn es mal ein schwieriger Tick ist oder ein toller Kinofilm, dann kann ich sagen, hey, jetzt lasst mich mal hören, was ihr schon aufgenommen habt. Aber wenn der auch noch nicht aufgenommen ist, mein Partner, kann ich es ja auch wieder nicht hören. Ja, also dann, ich finde es, außerdem war es vorher lustig, die Jüngeren haben von den älteren Hasen gelernt, man hat die anderen im Studio gesehen, man hat Witze übereinander gemacht, man konnte sich gegenseitig helfen, also es war wirklich ein völlig anderes Arbeiten und viel, viel schöner,
Also ich beschreibe es eigentlich oder würde heute das immer Fließbandarbeit nennen, wenn man alleine seine Sachen darunter x. Und ja, es geht schneller und ja, man kann dreimal so viel arbeiten am Tag und dementsprechend. Wie hast du die Aufnahmen zum Remake von Gilmore Girls ein neues Jahr empfunden? Die Remake-Aufnahmen hat eine andere Synchronfirma gemacht, die, was irgendwie erst ein bisschen strange war, weil dann natürlich auch Regie und alles neu war und die Studios waren neu. Aber sie haben uns erlaubt, genau wie vor 10 Jahren im Team aufzunehmen, was super war. Und das Team war ja auch komplett vorhanden noch. Und das hat eigentlich richtig Spaß gemacht und auch von den Büchern her, also von den Originalbüchern, war es ja jetzt unterteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die 4 Filme. Und es war aber eigentlich genau wie vor 10 Jahren. Also alle ein bisschen älter, aber genauso witzig. Wie tief tauchst du im Synchronstudio in eine Rolle ein? Also sagen wir mal so, ich passe mich komplett der Dame auf dem Bildschirm an. Weshalb ich ja auch nicht so rede, wie mir die Schnauze gewachsen ist, wie ihr es jetzt hört, sondern jede Frau-Rolle, die ich da habe, versuche abzunehmen oder automatisch abnehmen. Ich versuche es nicht, sondern es kommt automatisch. Ich gucke mir die an, höre mir die an und gehe in ihre Tonlage oder in ihre Stimmung rein. Und deswegen, ja, wo dann auch viele immer sagen, ja, wenn du Halle Berry sprichst, dann kann ich dich ja gar nicht für jemand anders nehmen, weil dann hören ja alle, dass Halle Berry jetzt spricht. Ja, der ein oder andere wird es vielleicht raushören, aber eigentlich denke ich, dass es doch Unterschiede gibt. Leidest du bei Rollen mit? Ich kann auch anfangen zu weinen. Ich leide damit, ja, oder lache mit. Also weinen ist eigentlich einfacher als lachen. Aber das deswegen ja das schöne Wort Synchron, Schauspielerin. Gibt es eine Synchronrolle, die dich besonders gefordert hat? Also ich weiß, da war ich noch sehr, sehr jung, da habe ich die Schauspielername, weiß ich nicht mehr, jedenfalls in die Farbe Lila, ein kleines Mädchen oder ein Mädchen gesprochen, was da schon ein Kind kriegte, wo ich ja noch Lichtjahre von entfernt war. Und das war eine krasse Erfahrung. Also, oder beziehungsweise das war, na, grenzwertig auch nicht, aber noch eine krasse Erfahrung. Was reizt dich am Synchron besonders? Ja, dass man eben in viele verschiedene Rollen schlüpfen kann und es eigentlich leichter geht als, also das reizt ja auch die meisten Schauspieler daran, Schauspieler zu sein, dass sie ihre Lebensrolle vertauschen können mit anderen Rollen, in die sie sonst nie reinschlüpfen können. Das ist ja beim Synchron ähnlich und vermeintlich auch einfacher, weil man nicht jede Szene 10-mal wiederholen muss, sondern ist ja schon alles gedreht und man kann, ja, man lernt viel Neues. Synchron bildet, sage ich immer. Warum hast du dich für Synchron und nicht für Film oder Theater entschieden? Also Theater wollte ich irgendwie nie, Bretter, die die Welt bedeuten. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, ja, solange das Telefon noch klingelt und ich angerufen werde, gut, sonst habe ich ja noch eine andere Ausbildung gemacht zur Schmuckdesignerin oder beziehungsweise da eine Ausbildung gemacht und in die Schauspielerei bin ich ja sozusagen reingewachsen, Learning by Doing. Theater, ich gehe ganz gerne mal ins Theater, aber ich würde nicht da oben auf den Brettern stehen wollen. Und deswegen habe ich auch nicht den Beruf an sich ergriffen damals. Und deswegen hat wahrscheinlich auch nie jemand angerufen und gesagt, willst du mal den nächsten Tatort mitspielen? Hältst du eine Schauspielausbildung für zwingend notwendig, um Synchronsprecher zu werden? Wenn ich es für zwingend erforderlich halten würde, würde ich ja jetzt hier nicht sitzen. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut. Also, weil auch da lernt man viel dazu und lernt noch Dinge, die ich vielleicht jetzt nicht kann. Steppen, tanzen, singen. Gab es Kollegen, von denen du in den Anfangsjahren viel lernen konntest? Ja, es gab mehrere. Also es gab halt sehr viel, oder die ich immer am spannendsten fand, waren die Regie und Bücher. Und meinetwegen auch noch die Hauptrolle zusammen gemacht haben. Also allen vorweg Arne Elsholz und Michael Richter, der hat, glaube ich, gar nicht selber gesprochen, aber der hat halt auf 3,5 immer noch einen neuen Einfall gehabt und das passte wie die Faust aufs, also wie Deutsch auf Deutsch war das dann. Und das fand ich immer so faszinierend.
Und Arne Elsholz war einfach auch ein ganz toller Schauspieler. Auch wenn viele vor ihm Angst hatten oder ich, als ich kleiner war, auch nicht bei ihm gesprochen habe. Aber dann irgendwann drehte sich das. Und das waren halt dann, ganz früher waren halt noch Leute wie Arnold Marquis mit im Studio. Ja, und das waren halt ganz tolle, das sind jetzt alles Männer, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, welche Frauen ich bewundert habe, außer meiner Mama. aber das, also wie gesagt, man hat von den älteren Schauspielern immer wahnsinnig viel gelernt und konnte sich wahnsinnig viel abgucken und zuhören. Also das war ganz toll. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Da wünsche ich mir, dass wieder mehr auf Qualität statt auf Quantität geachtet werden würde, sollte, könnte. Also wenn man sich die alten Filme, wie die synchronisiert ist und wie die Stimmen sind und wie die Stimmen sich voneinander unterscheiden, anhört, dann weiß man ja eigentlich, was heute fehlt. Ja, also ich finde, heute ist es alles eine Soße, was auch daran liegt, dass wir alle einzeln aufgenommen werden. Ja, und auch der beste Regisseur kann nicht dafür sorgen, dass in der Schnelligkeit jeder Ton oder jede Nuance so ranpasst an den anderen, dass es einfach perfekt passt. Aber wird auch nicht so viel Wert drauf gelegt in den meisten Sendern. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Ja, da müsste jetzt mein Vater hier auf die Bank zitieren. Hol mal meinen Vater ins Interview. Und der soll von über G.G. Hoffmann die Anekdote erzählen, die er mir neulich erzählt hat. Weil ich kann den Regisseur nicht mehr zitieren. Aber das ist irgendwie so, dass G.G. Hoffmann ja einen Essfehler hatte. Oder so ein Zutzler. Und dann Papa muss es erzählen, weil der Regisseur hat dann gesagt, was wollen Sie denn eigentlich hier? Und dann mit ihrem S ist irgendwas falsch. Ey, Alter, dafür wäre ich bezahlt. Weil der Regisseur schon so alt war, so ein ganz alter Filmregisseur. Genau. Also es gibt Leute, die für ihren S-Fehler bezahlt werden, das Pukas'sche S.